schwerer Verkehrsunfall auf der B275 am Mittwochmorgen zwischen Taunusstein-Neuhof und Idstein-Eschenhahn. Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein Fahrzeug kurz vor dem Eschenhahner Kopf in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Ja, wir sind alarmiert worden zu einem Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen. Das war die Lage, die Meldung, die wir über die Alarmierung bekommen haben. Vor Ort hat sich dann herausgestellt, dass zwei Fahrzeuge wohl seitlich frontal, das ist nicht genau klar, aufeinandergeprallt sind. Beide Fahrzeuge waren mit jeweils zwei Personen besetzt. Das waren im Endeffekt dann vier schwerverletzte Personen, davon schweben zwei in Lebensgefahr. Die Patienten sind alle versorgt worden, sind teilweise auch mit Rettungshubschrauber in die Kliniken verbracht worden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 45.000 Euro. An selber Stelle kommt es laut Feuerwehr immer wieder zu Unfällen.